and rosset it for thy monotons. I had a crocket chest. Und nun hat ich dir gleiche Fall aufs Neue ereignet. Holen Sie mir die Chefärztin. Fräulein Doktor begleitet Einstein auf dem Klavier. Vor drei Monaten musste Fräulein Doktor mit Newton Schach spielen. Darauf gehe ich nicht ein. Ich muss Sie sprechen. Inspektor Voss. Darf ich fragen, was ich hier abspielt? Schwester Irene wurde erdrosselt. Schrecklich. Von Ernst Heinrich Ernesti. Aber der Geist pocht. Er muss sich beruhigen. Der Kampf wird ihn angestrengt. Ihr tut mir leid, außerordentlich. Thank you.
ich, Schwester Dorothea Moser. Das ist etwas ganz anderes. Ich bin schließlich nicht verrückt. Wenn ich so träumte, nachzudenken und nicht ein Weib zu lieben. Begreife nicht ein Weib zu lieben, nicht ein Weib. Dazu kam der enorme Altersunterschied. Sie müssen bestimmt über 200 Jahre alt sein. Wieso? Als Newton? Sie glauben wirklich, ich sei Newton? Sie glauben es ja. Darf ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Ich bin nicht Sir Isaac. Ich gebe mich nur als Newton aus. Um Ernesti nicht zu verwirren. Kapiere ich nicht. Im Gegensatz zu mir ist er wirklich krank. Er bildet sich ein, Albert Einstein zu sein. Was hat das mit Ihnen zu tun? Wenn er erführe, dass ich in Wirklichkeit Albert Einstein bin, wäre der Teufel los. Sie wollen damit sagen? Ich bin der berühmte Physiker und Begründer der Relativitätstheorie. Geboren am 18. März 1879 in Ulm. Nennen Sie mich einfach Albert und Sie mich Richard. Richard Albert. Können Sie mich nicht verhaften, so lieber Fan. Aber Albert, könnten Sie mich verhaften, weil ich die kranke Schwester ertroffen. Aber Albert, oder weil ich die Atom. Aber Albert, ermöglicht habe. Aber Albert, wenn Sie nicht weiter drehen, was geschieht dann, Richard, das Licht geht? Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Verstehen Sie etwas von Elektrizität? Richard, ich bin kein Physiker, Albert. Ich verstehe auch wenig davon. Ich stelle nur eine Theorie auf und erhalte mehrere Formen. Kommen die Techniker, sie kümmern sich nur um die Formen, die Formen. Sie gehen mit der Elektrizität um, wie ein Zoohälter, wie einer Tiernähe.
sie aus, sie stellen Maschinen her. Heute verbarg jeder Diesel eine Glühbirne zum Leuchten, zum Liegen. Und eine Atombombe zur Explosion. Sich selbst verhaften. Herr Nestin hat sich beruhigt. Scheußlich, ein Blitzsauber ist ihn. Haben Sie sich mit Jucken unterhalten? Ich entdeckte etwas. Er hält sich in Wirklichkeit für Einstein. Daraus erzählt er jedem. In Wahrheit hält er sich aber doch für Newton. Sind Sie sicher? Für wen sich meine Patienten halten? Ich kenne mich. Ich kenne Sie weitaus besser, als Sie sich selbst kennen. Möglich. Dann sollten Sie aber auch uns helfen. Zwei Morde. Bitte, Herr Inspektor. Zwei Unglücksfälle in drei Monaten. Sie müssen zugeben, dass die Sicherheitsmaßnahmen in Ihrer Anstalt ungenügend sind. Ich leite eine Heilanstalt, kein Zuchthaus. Sie können die Mörder auch nicht einsperren, bevor sie morden. Es handelt sich um Verrückte. Die können jederzeit morden. Als ob wir nicht imstande wären, gefährliche und ungefährliche Patienten. Dieses Unterscheidungsvermögen versagte jedenfalls im Falle von Beutler und Ernesti krass. Leider, das beunruhigt mich. Beide sind klein. Beide sind klein.
noch hier? Zwei. Der dritte Patient? Ebenfalls Physiker. Merkwürdig, finden Sie nicht? Ich sortiere die Schriftsteller zu den Schriftstellern, die Großindustriellen zu den Großindustriellen, die Millionärinnen zu den Millionärinnen. Und der Fähigkeit zu der Fähigkeit. Name? Johann Wilhelm Wegelius. Hatte er auch mit Radioaktivität zu tun? Nichts, es sind 15 Jahre her. Harmlos, sein Zustand ist unverändert. Sie kommen nicht darum herum. Der Staatsanwalt verlangt kategorisch Pfleger für Ihre Physiker. Er soll sie haben. Ich war nun zweimal hier. Ich hoffe nicht, noch einmal aufzutauchen. Nicht
interessiert sich kaum noch für die Außenwelt. Thank you.
bin froh, dass die Buben einen Spiegel gefunden haben. Deine Buben sind Hermes, I'm a man.
ab für immer! Auf mich zu nehmen.
Thank you.
Früh. Ich mache mir
Die Glocke
weiß, Kreuzersonate. Endgültig in die Kapelle tragen. Verhaften, wie
Grund ihr
ihrer Verrücktheit. So kommen ein tadelloses Deutsch, ist mir ein Geheimdienst beigebracht worden. Mein Schwester Europäer, auf die Wahrheit kam, es galt meinen Wahnsinn durch keinen Ort endgültig zu beweisen. Mag euch ein Stein fliegen, lasset sie den Verrückten euch weiter geigen. Eine Droh! Sie haben den Auftrag, mich zu entführen. Unser Geheimdienst hält sie für den genialsten Physiker der Gegenwart. Ich bin ein nervenkranker Mensch, nichts weiter. Unser Geheimdienst ist der andere Ansicht. Und Sie? Ich halte Sie schlicht für den größten Physiker aller Zeiten. Geheimdienst auf meine Spur. Durch mich, ich las auf heiliger Weise ihre Dissertation. Ich hatte es mit dem genialsten Dokument ihrer neueren Physik zu tun. Ich bin nämlich auch nicht verrückt, darf ich mich vorstellen. Ich bin ebenfalls Physiker, Mitglied eines Geheimdienstes, aber eines ziemlich anderen. Mein Name ist Josef Eisler. Der Entdecker des Eisler-Effekts, der 1950 verschollen, freiwillig. Darf ich Sie bitten, Eisler, dem Gesicht gegen die Wand zu stellen. Aber natürlich. Da wir beide, wie ich vermute,
Zeit. Aber Befehl ist... Befehl. Selbstverständlich. Ich konnte nicht anders handeln. Natürlich nicht. Auch meine Mission stand in Frage. Ich nehme an, Eisler, auch Sie wollen mich nun zu binden. Aber befähigen, Ihr Land aufzusuchen. Auch hier halten Sie für den größten aller Physiker. Patient Holtler. Hier. Patient Ernesti. Hier. Patient Möbius. Hier. Es wird abgeschlossen. Haben die Herren für die Nacht noch einen Wunsch? Patient Beutler? Nein. Patient Ernesti? Nein. Patient Möbius? Nein. Meine Herren, gute Nacht. Thank you.
folgen, es war meine Pflicht, die Auswirkungen zu studieren. Das Resultat ist verheerend, neue, unvorstellbare Energien werden freigesetzt. Und eine Technik ermöglicht, die der Fantasie spottet, als meine Untersuchung in die Hände der Menschheit. Das wird sie kommen, meine Klasse. Die Frage ist nur, nicht bloß an die Welt, nicht bloß an ein Generalstab heilig. Nicht bloß ein Generalstab heilig, 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 heilig,
Nur im Irrenhaus, Irrenhaus!
uns tötete seine Krankenschwester. Ihr, um eure Mission nicht zu gefährden, ich, weil meine Schwester mich liebte. Sie hielt mich für ein verkanntes Genie. Sie begriff nicht, dass es heute die Pflicht eines Genies ist, verkannt zu bleiben. Ich habe getötet, damit nicht noch ein schrecklicheres Morden anhebe. Entweder haben wir geopfert oder gemordet. Entweder bleiben wir im Irrenhaus oder die Welt wird ein Irrenhaus. Entweder löschen wir uns im Gedächtnis der Menschen aus oder die Menschheit erlischt. Gibt es wirklich keinen anderen Ausweg? Keinen. Ich bleibe. Ich bleibe. Für immer. Ich danke euch. Auf unsere Krankenschwestern. Ich trinke auf Paradiga Mosa. Einer geheimnisvoll.
Onkel Jupiter, unser Ton, offenbaren die Gesetze des Himmels. Eine glückliche geheimnisvolle Nacht, trostlich unendlich unerhaben, you
Thank you.
aus! Die Welt ist in die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen. Was einmal gedacht wurde, kann nie mehr zurückgenommen werden. Ich bin. Ich bin Jote. Ein Stein. Sir Isaac Jote. Einstein. In der experimentellen Optik. In der theoretischen Mechanik. Und in der höheren Mathematik sind meine Leistungen aber die Frage nach dem Wesen der Schwerkraft muss ich dich offen lassen. Und die Liebe ich schwöre.